Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Video. Wir haben den Verdacht, dass unser Hund Liam ab und zu auf die Sofas springt, was er eigentlich nicht darf. Wir haben ihn sogar schon einmal dabei erwischt, wie er auf dem Wohnzimmersofa lag. Heute möchte ich das auf Video festhalten und ihn auf frischer Tat ertappen. So, die GoPro läuft auf jeden Fall. Die Kamera läuft hier auch. Wir sind gleich wieder da, gehen nur mal kurz um ein bisschen spazieren. Gell? Tschüss. Bye bye. Und wir sehen uns dann in ungefähr 20 bis 30 Minuten wieder. Ist er auch nicht? Er liegt einfach hier draußen, wir haben vergessen zuzumachen. Er war wirklich oben. Oh. Ja, hi, da sind wir wieder. Hi. Hallo. Vielleicht wusste er, dass wir ihn belauern. Der ist wirklich einfach straight hochgelaufen. So ein braver Hund. Heute ist so ein richtiger Scheißtag. So, jetzt pass mal auf, vorsichtig, bremse, Kollege, dahin. Wenn sie mir nochmal reinfährt, dann raste ich aber aus. Na, das war voll... Der Typ vor dir hat ja bös behindert gebremst. Ja, ich weiß, was ist mit dem denn los? Ich habe vorhin noch gedacht, als die Ampel auf der Rheinbrücke rot war, ist sie mit einem Affentempo gekommen. Ich so, Alter, die fährt jetzt schon nicht in mich rein, oder? Wärst du mir reingefahren in uns ist gerade eben? Genau sie. Uns ist gerade jemand beim in die Stadt fahren hinten reingefahren. Ihr habt gerade die Augenblicke, nachdem Tarek hinten jemand ins Auto reingefahren ist, gesehen. Es war zum Glück nicht zu feste, aber es war auf jeden Fall, also man hat es auf jeden Fall gehört. Oh man, sehr ärgerlich. Und für Tarek noch ärgerlicher, weil heute irgendwie bei ihm läuft irgendwie heute nichts rund. Wir gehen heute Go-Kart fahren, beziehungsweise wir sind gerade schon auf dem Weg zur Go-Kart-Bahn. Tarek macht gerade noch einen kleinen Zwischenstopp und wir müssen noch ein paar Leute einsacken. Aber wir gehen heute Go-Kart fahren. Ich war das letzte Mal, glaube ich, vor 4 Jahren Go-Kart fahren oder so. Das letzte Mal fand ich es nicht so mega nice. Ich weiß auch nicht genau, wie das diesmal aussieht, ob ich da irgendwie viel mehr Bock drauf habe oder so, aber ihr werdet auf jeden Fall ein paar nice Aufnahmen vom Go-Kart-Fahren sehen. Zieh mal deine Sturmhaube auf, ich will wissen, wie die aussieht. Six nine, bitches. Hey, es gibt Doppelkarts? Ja. Was ist das denn? Ey, das müsste ich machen, Junge. Du müsst mich einfach daneben hocken. Mach doch mit Tarek. Ja, voll geil. Yo, Tarek. Lass mal fragen, ob wir das fahren dürfen. Du links, ich rechts. Hat nicht mal einen gescheiten Reifen davor. Guck mal einen Reifen aus. Voll geil. Okay, ich habe mich jetzt entschieden, dass ich gar nicht selber fahre. Ich gucke einfach ein bisschen zu, feuer meine Freunde an und film ein bisschen. So, jetzt ist natürlich die Frage, wer hat gewonnen? Du hast gewonnen? Ja. Hast du wirklich gewonnen? Ja, schlimm. Also nicht von uns allen. Die zwei waren schneller. Okay. Ich hab's gerade zweimal gesehen. Ja, ich hab's gesehen. Irgendwie haben meine Freunde es dann doch noch hinbekommen, mich zu überreden, eine Runde mitzufahren. Da geht noch einer. Jetzt, da geht noch einer. Da geht noch einer. Junge, aber meine Handgelenke, also meine Fingerknöchel so, die tun richtig weh, weil ich so fest zugedrückt habe. Aber es hat brutal gebockt. Es hat echt gebockt, so. Aber eine, guck mal, hat sich gelohnt. Ja, auf jeden Fall. Tarek will genau 10 Euro tanken. Oh! Oh! Ich werde oft nach meiner Telefonnummer gefragt. 4 Uhr, I mean.